was in diesem Video passiert. Kurz ein, zwei, Yo, Freunde, was geht ab? Heute gibt's mal wieder eine Skatepark-Action. Und mit dabei haben wir den Robert. Den Andreas. Servus! Okay. Und den Sabertus. Habudere! Ansonsten haben wir heute auch eine Rekordanzahl an Fahrzeugen mit dabei. Wir haben hier den Big Rock, ein Slash, aber nur 2WD. 2WD ist auf jeden Fall nicht so das Wahre. Schaut euch das mal an. Der schafft es nicht mal hier hoch. Ja, ansonsten haben wir hier noch den Sledge, ein Max, ein X-Max mit anderem Motorregler-Kombo und einem lauten Lüfter. Damit wird er nämlich höher fliegen. Wir wollen heute auch unseren Hochsprungrekord knacken. Ich denke, mit dem haben wir auf jeden Fall gute Karten. Wegen dem Lüfter, nicht wegen der anderen Motorregler-Kombo. Ja, und dann haben wir hier noch die Stuntmaschine Outcast 6S EXB. Und bist du bereit? Ich bin sowas von bereit. Bin schon bereit gewesen. Bayreuth. Ich bin bereit gewesen, als ich geboren wurde. Der Skatepark ist hier jetzt auch nicht so das Gelbe vom Ei. Wir haben hier eine Halfpipe, da eine schöne Rampe, hinten noch eine Rampe und die da ist perfekt, um Hochsprünge zu machen. Also, wir fahren uns jetzt erstmal ein bisschen ein. Ihr könnt noch einen Daumen hoch da lassen und wenn dieses Video 5000 Daumen hoch erreicht, was passiert dann? Dann gibt's einen Lutscher. Ach, scheiße. Ah, ich habe gar keinen Bock mehr, ey. Alter! Wir machen ein ganz kurzes Rennen. Originaler X-Max versus getunter X-Max. Auf die Plätze, fertig, los! Oh mein Gott! Wer als erster in den Misthaufen fährt, ja? Okay, Mann! Auf die Plätze, fertig, los! Wow! Alter, was machst du da? Er steckt fest! Also, ich hab das jetzt nicht so ernst genommen mit dem Misthaufen. Ich war der Erste im Mist. 1-0 für mich. Nee, wir schweigen das einfach tot. Auf die Plätze, fertig, los! Los! Oh. Oh. Okay, Zerberst hat das Rennen gewonnen. Gehen wir jetzt zur Rampe und machen Hochsprung-Contest. Beginnen werden wir hier mit dem 2WD Sledge. Benutzen werden wir hier diese Rampe, weil da können wir schön in die Wiese landen. Vielleicht überleben es die Fahrzeuge dann. Ansonsten liegt unser Rekord aktuell bei 9 Metern Höhe. Also wenn wir heute 10 schaffen, ist der Rekord gebrochen. Mal gucken, was das Sledge zu bieten hat. Und er kommt. Oh, jetzt aber. Alter. Meter. Ja. Es kann doch nicht sein, dass der Slash unseren Hochsprungrekord gebrochen hat. Slash meine ich. Slash, Slash, Slash. Als nächstes werden wir es jetzt mal mit dem Big Rock versuchen, denn Zerberstus muss unsere Ehre zurückholen. Herr Andreas, du stiehlst uns die Show. Ja, es war aber klar, ne? Du bist da im bayerischen Wald, auf ja. Bayerischem Boden. Hast recht, ist nichts Neues, ey. Und es geht los, ich bin gespannt. Sehr geil gelandet, aber ich glaube, das waren keine 11 Meter, leider. Was sagt das GPS? 12 Meter!
Okay, Jungs. Andreas versucht jetzt mit dem Max. Schaut euch mal, was für dicke Reifen der hier drauf hat. Das sind die Revo-Räder. Also ich glaube, damit wird das nichts. Ich glaube, ja, der ist zu schwer. Ja. Mal gucken, was der Max jetzt so zu bieten hat. Alter. Oh, oh. Das war überhaupt nicht gut. Also ich muss schon sagen, es ist echt schwer, einen Max kaputt zu kriegen, aber Andreas hat es geschafft. Die Wiese überhaupt zu hauen. So schlimm schaut er gar nicht aus. Doch, der schaut sehr schlimm aus. Warum? Schau dir mal an die Wheelie-Bar, ey. Na? Wir wollen einfach nur gucken, wer am höchsten springt, nicht wer die meisten Backflips macht, ne? Ja, man denkt, ich mach 3. Weil der Big Rock hat 1, 2 gemacht. Oh. Der macht ja richtig die Beine breit, ey. Na, geht eigentlich, ne? Oh, da vorne auch. Scheiße! Es könnte aber noch schlimmer sein, ne? Die Achse, die ist noch ganz. Schauen wir mal, ob sich das gelohnt hat. Ach, 10 Meter nur. Weiter geht's jetzt mit dem Outcast. Der ist wirklich sehr schnell. Ich glaube, der wird höher als 12 Meter fliegen. Locker. Und ich hoffe, er überlebt. Ich versuche, auf den Rädern zu landen. Schau mal. Schau mal. Das ist früher hat es so die Klappfahrräder gegeben. Das ist ein Klapp-RC-Auto. Schau. Ey, der kann mitmachen bei Transformers. Schau, der kann sich verwandeln. Von kaputten Max zum ganzen Max. Jetzt wird's richtig spannend. Wow. No. Alter, voll auf die Nase. Alter, beide Stecker ab. Gucken wir erstmal, wie hoch das war. Ach, oh, auch nur 12 Meter. 12 Meter, ja. Bei 12 ist die magische Grenze. Ja, da könnt ihr mal sehen, die Extreme Bash Edition, die lohnt sich schon. Also, pff, was soll ich dazu sagen? Bilder sagen mehr als Worte. Als nächstes ist jetzt der Sledge dran. Ich glaube, der hat gute Chancen, die 12 zu knacken. Und er kommt auch schon. Alter. Oh, geile Landung. Ah, ich habe so das Gefühl, das war schon zu schnell. Also ich habe gehört, wie der mit dem Unterboden voll auf die Rampe aufgeklatscht ist. Ich glaube, das hat dann zu viel abgebremst. Aber wir werden es jetzt sehen. Schauen wir mal, was das Tacho sagt. Ach, 12 Meter. Verdammt. Also, wir können das nicht auf uns sitzen lassen, dass die genauso hoch springen wie wir. Deswegen versuchen wir jetzt... Versuchen wir es jetzt nochmal mit dem X-Max. Der ist wirklich sehr schnell, hat viel Bodenfreiheit, aber dafür ist er auch schwer, ob er 12 Meter überhaupt schaffen wird. Wir finden es einfach heraus. Ich glaube, das wird richtig episch. Oh oh. Oh. Wow. Wow. Ich glaube, das waren über 12 Meter. Alter, ich hatte voll Angst, dass er die Rampe nicht trifft. Jawohl, und der X-Max hat es überlebt. Richtig geile Maschine. Oh, oh, 16 Meter. 16 Meter? Ach komm, da geht noch einer. Zweiter Versuch. Oh, ey, voll in Graben der Sledge. Schaut euch das an. Der Graben hat ihn einfach gefressen, er hat ihn verschluckt. Ah, ich glaube, war nicht mehr als 16. Ah, 14. Aber 16 haben wir. Was wir haben, haben wir, ne? Ah, warte. Ein Rückwärtssprung, diesen epischen Moment muss ich auf Kamera festhalten. Oh nein! Zu gemein. Ich hab's gesagt, wenn er auf die Räder landet, fällt ihm nix. Der ist aber nicht auf die Räder gelandet. Doch! Nein, nein, nein. Das geht doch noch. Weg ist er. Oh oh, was ist denn passiert?
Gut, Freunde, ich würde sagen, das war ein erfolgreicher Tag. Neuer Rekord ist geknackt. Neuer Rekord ist aufgestellt, was sage ich schon wieder. Abonniert den Kanal, falls ihr das noch nicht getan habt. Sonst bekommt ihr Durchfall. Ansonsten sehen wir uns morgen wieder. Peace. Durchfall, 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 Durchfall,